Unsere heutige 190 Kilometer lange Taros-Tour führte uns erst einmal nach Osten. Bei Tricik bogen wir Richtung Norden ab, überfuhren den 1368 Meter hohen Leudelpass nach Österreich, fuhren dann über den 1068 Meter hohen Scheidersattel und kehrten über den 1218 Meter hohen Seebergsattel nach Slowenien zurück. Jetzt ging es weiter Richtung Süden zu unserem Tagesziel Ljubljana. Das sind die Bergdolen. Das sind die Bergdolenbeobachter. Korrekt. Bergdolenbestimmung. Und jetzt nehmen wir Abschied von dem Gasthof Gostinzvo Blenkos. Das ist halt BMW, ne?
Nachdem wir den 1218 Meter hohen Seeberg-Sattel überquert hatten, folgten wir dem Lauf der Kokra Richtung Süden, einem wilden kleinen Flüsschen, dessen Brückenköpfe immer noch mit Bunkern versehen waren und somit Zeitzeugen der Vergangenheit darstellten. Wir kamen am frühen Nachmittag in Ljubljana an. Elke aus Trondheim. Ich leite mich gerne auf den Motorradtouren und das ist ihr Freund Nils, damit Elke nicht so alleine ist. Das Geheimnis von Elke kann ich verraten, aber das kommt dann nicht so an. Elke guckt am glücklichsten, wenn sie einen Finger im Bieb. Ich denke ja da auch. Ja. Kommt ihr auch so vor? Mal da rein und holen wir was zu trinken.